Es freut mich, dass ich Sie wieder auf meinem Infokanal Installateur Total, dem Portal für moderne Haustechnik, begrüßen darf. Sie kennen wahrscheinlich das Problem. Sie drehen Ihren Wasserhahn auf und es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis das warme Wasser bei der Armatur ankommt. Wäre es hier nicht schön, wenn Sie eine Warmwasserzirkulation hätten, damit das warme Wasser schneller aus der Leitung kommt? Aber ist eine Warmwasserzirkulation aus energetischen Gründen heute noch zeitgemäß? Ich möchte heute in diesem Video das Thema Warmwasserzirkulation genauer mit Ihnen besprechen und Ihnen die Für und Wider dieser Installationsart zeigen und was ein Betrieb einer solchen Kreislaufleitung in Ihrem Haus kostet. Danach möchte ich Ihnen noch eine innovative Praxislösung vorstellen, mit der Sie den bestmöglichen Komfort bei gleichzeitig sehr niedrigen Betriebskosten erzielen können. Nach dem Intro gehen wir ins Detail. Wenn ich bei Kunden bestehende Warmwasserzirkulationen anschaue, dann sehe ich oft das gleiche Bild. Es wurden bei der ersten Installation vom Fachhandwerker eine Warmwasserzirkulation eingebaut, die dann meist nach einer Heizsaison wieder abgedreht wird. Wenn ich die Kunden danach frage, warum das so ist, dann bekomme ich meist die gleiche Antwort. Nämlich der Kostenfaktor des Systems. Durch den Betrieb einer Warmwasserzirkulation entstehen nämlich Kosten, die durchaus in einer Größenordnung von 15% ihrer gesamten Heizkosten pro Jahr liegen können. Und das kann in einem durchschnittlichen Haus durchaus 200 bis 250 Euro pro Jahr betragen. Aber ist der Zusatznutzen einen so großen Geldbetrag eigentlich wert? Diese Frage stellen sich natürlich auch die Hausbesitzer. Und jetzt kommen natürlich viele auf die Idee, die Warmwasserzirkulation ganz abzudrehen, weil sie sich selbst ausrechnen können, dass die Kosten des Leitungswassers, das sie verbrauchen, bis das Wasser vom Speicher bis zum Auslauf rinnt, eigentlich viel weniger ausmacht als die Kosten der Warmwasserzirkulation. Ich möchte jetzt auf ein paar Stolperfallen hinweisen, die ich in der Praxis häufig antreffe. Als erstes möchte ich Ihnen näher bringen, was eine Warmwasserzirkulation eigentlich ist. Um Ihr Warmwasser von Ihrem Speicher bis zu Ihrem Wasserauslauf zu transportieren, brauchen Sie natürlich eine Warmwasserleitung. Wenn Sie jetzt Ihre Armatur aufdrehen, dann wird auf der Unterseite Ihres Speichers kaltes Wasser in Ihren Speicher gedrückt und gleichzeitig das warme Wasser auf der Oberseite des Speichers hinausgedrückt und läuft bei Ihrem Wasserauslauf wieder heraus. Wenn die Warmwasserleitung längere Zeit nicht in Betrieb war, dann kühlt das warme Wasser natürlich wieder ab und die Wärmeenergie des Speichers geht über die Umgehungsbauteile in Ihrem Haus verloren. Um jetzt das Wasser schneller bei Ihren Armaturen verfügbar zu machen, wird jetzt eine zweite Warmwasserleitung vom Speicher bis zu Ihrem Badezimmer und Ihrer Küche verlegt, bei der eine Zirkulationspumpe dann kontinuierlich das warme Wasser im Kreis bewegt. Auf den Transport des warmen Wassers gibt es dabei aber nicht unerhebliche Wärmeverluste, die im Betrieb auftreten. Stellen Sie sich das so vor, dass Ihr Warmwasserspeicher, das mit 50 bis 60 Grad Ihren Speicher verlässt, durch einen Wandaufbau mit rund 20 Grad transportiert wird. Dieser große Temperaturunterschied bewirkt, dass beim Transport sehr viel Energie verloren geht, der natürlich Ihren Speicher abkühlt und von Ihrer Heizungsanlage nachgewärmt werden muss. Zusätzlich braucht die Zirkulationspumpe natürlich auch Betriebsstrom, der für den kontinuierlichen Betrieb notwendig ist. Dieser Energieverlust könnte jetzt natürlich mit einer größeren Wärmedämmung auf Ihren Rohren verringert werden. In der Praxis wird diese Wärmedämmung jedoch nicht sonderlich stark sein, da die Rohrleitung ja über dem Boden oder in den Wänden auch Platz finden muss. Was sind jetzt Überlegungen, die Sie treffen können, damit der Energieverlust nicht größer ist als unbedingt notwendig? Die erste Möglichkeit wäre es, auf eine Warmwasserzirkulation gänzlich zu verzichten. Das hätte zwar den Vorteil, dass die Zirkulationsverluste zur Gänze wegfallen, jedoch müssen Sie sich natürlich auch mehr Zeit nehmen, bis Ihr Warmwasser bei Ihrer Armatur ankommt. Und auch nicht zu vernachlässigen ist, dass Sie bei jeder Warmwasserentnahme rund einen Kübel Wasser in den Ablauf leeren, den Sie natürlich auch über Ihre Wasserkosten zahlen müssen. Andererseits ist dieser Vorgang auch nicht besonders ressourcenschonend, wenn Sie täglich wertvolles Trinkwasser in den Kanal entsorgen. Eine andere Möglichkeit wäre es, die Kosten Ihrer Warmwasserzirkulation zu minimieren. Dazu kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht. Einerseits sollten Sie darauf achten, dass Ihre Warmwasserleitung bestmöglich isoliert wird. Andererseits
können Sie die Zeiten, in der Ihre Warmwasserzirkulationspumpe läuft, mit einer Zeitschaltuhr auf die Hauptwaschzeiten begrenzen. Viele Heizungsregelungen haben eine solche Funktion meist sogar standardmäßig in den Regelungen integriert. Der nächste Punkt, wo Sie sparen können, ist die Zirkulationspumpe selbst. Neuere Energiesparpumpen brauchen gegenüber älteren Modellen nur mehr ein Viertel des Betriebsstroms, den Sie bei einem Austausch problemlos einsparen könnten. Ein wichtiger Punkt, den Sie ebenfalls beachten sollten, sind die versteckten Kreislaufzirkulationen Ihres Warmwassers. Um dies zu verhindern, muss in jeder Warmwasserzirkulation eine Rückschlagklappe eingebaut sein. Wenn dies nicht vorhanden ist oder nicht mehr funktioniert, dann steigt warmes Wasser aufgrund der Schwerkraftzirkulation langsam über die Warmwasserleitungen nach oben. Und das 24 Stunden und 365 Tage im Jahr. So ein Fehler kann Ihnen locker 150 Euro zusätzliche Energiekosten im Jahr bescheren, ohne dass Sie es eigentlich merken. Übrigens, Sie können eine Fehlzirkulation jederzeit selbst in Ihrem Haus überprüfen. Greifen Sie die Zirkulationsleitung bei abgeschalteter Pumpe auf den Leitungen an. Wenn die Leitungen trotz abgeschalteter Pumpe warm werden, dann sollten Sie kontrollieren lassen, ob das Rückschlagventil erstens vorhanden ist und zweitens überhaupt noch funktioniert. Ich habe mir jetzt meine Gedanken gemacht, wie man dieses aus meiner Sicht vorsintflutliche System energetisch verbessern kann und möchte Ihnen dazu ein Produkt vorstellen, das ich für sehr innovativ halte. Das Herzstück dieser Lösung ist eine intelligente Zirkulationspumpensteuerung. Dieses Produkt besteht im Grundsätzlichen aus einem Schaltelement, das ganz einfach zwischen dem elektrischen Kabel Ihrer Zirkulationspumpe und Ihrer Steckdose dazwischen geschaltet wird. Die Grund dabei ist, dass die Zirkulationspumpe nur dann laufen soll, wenn ein Bedarf in Ihrem Bad entsteht. Dabei soll einerseits kein Trinkwasser verschwendet werden und andererseits warmes Wasser zur Verfügung stehen, wenn man in die Dusche steigt. Das Ganze funktioniert über einen Bauteil, der die Warmwasserzirkulationspumpe über einen Funksender bei Bedarf einschalten kann. Ich möchte Ihnen jetzt einige Möglichkeiten dazu vorstellen. Die einfachste Möglichkeit wäre es, über eine Funkfernbedienung oder einen Wandtaster die Pumpe ein- und auszuschalten. Ich finde diese Möglichkeit zwar einfach, aber es geht noch besser. Am besten funktionieren automatische Schaltelemente. Einerseits käme dazu ein Bewegungsmelder in Frage, der die Anwesenheit im Raum erkennt und die Pumpe dann automatisch ein- und ausschaltet. Eine andere Möglichkeit ist ein Funkwandsender. Dieser schaltet auf Knopfdruck über die Steuerung die Zirkulationspumpe ein und in einem einstellbaren Zeitintervall automatisch auch wieder aus. Dies hätte den Vorteil, dass man auf das Ausschalten nicht vergessen kann. Eine weitere Möglichkeit wäre es auch, über eine einstellbare Fernbedienung die Pumpe zeitabhängig über ein Zeitprogramm zu steuern. Diese Steuerungsart wäre dann interessant, wenn der Bade- und Duschbetrieb im Haus jeden Tag ungefähr zur selben Zeit stattfindet. Übrigens, der Vorteil der vorgestellten Zirkulationssteuerung ist es auch, dass Sie mehrere beliebige Sender in jedem Badezimmer Ihres Hauses bzw. Küche verkabelungsfrei montieren können. Und wenn die Funkreichweite von 30 Meter im Haus nicht ausreicht, dann können Sie auch einen sogenannten Reichweitenverstärker installieren, mit dem Sie die Funkreichweite auf das Doppelte erweitern können. Ich finde, dass diese Lösung mehrere Vorteile in sich birgt. Einerseits können Sie, wenn Sie Warmwasser benötigen, die Pumpe vorlaufen lassen und wenn Sie in die Dusche steigen, ist das warme Wasser bereits vor Ort verfügbar. Und das Wichtige dabei ist, dass dies nur mit minimalen Verlusten erfolgt und außerdem kein unnötiges Trinkwasser in den Ablauf abgeleitet werden muss. Das Produkt, das ich Ihnen in diesem Video vorgestellt habe, ist ein Produkt der Firma EconMax und kann im Zubehörhandel und über Ihren Fachinstallateur bezogen werden. Es gibt aber auch ähnliche andere Produkte, die für so eine Steuerung verwendet werden kann. Preislich kostet so eine Steuerung für ein Badezimmer samt Steuerung und Taster rund 250 Euro. Bei den vorgenannten Verlusten ohne intelligente Steuerung würde sich so eine Anschaffung bereits nach ganz kurzer Zeit wieder hereinspielen. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen in nächster Zeit weitere Videos zu energiesparenden Themen zu zeigen. Wenn Sie spezielle Themenwünsche dazu haben, dann schreiben Sie mir das bitte in meine Kommentare. Empfohlene ergänzende Videos zu Haustechnik-Themen habe ich Ihnen außerdem im Abspann eingeblendet.
So, ich danke Ihnen wieder einmal fürs Zusehen und freue mich auf ein Wiedersehen bei meinen nächsten Videos. Liebe Grüße, Ihr Werner Reichl.